Ich und Steven messen uns da drin, wer den größten Fan hat. Oh. Oh yeah. Er passt gar nicht rein, so groß ist er. Jeder mag irgendetwas so sehr, dass er von sich selbst sagen würde: Mann, ich finde das voll duftig, ich bin so ein richtiger Fan. Aber Fan ist nicht gleich Fan. Ich zum Beispiel bin so ein kleiner South Park Fan, hab alle Folgen geguckt und besitze sogar ein T-Shirt, was ich nicht selbst gekauft habe. Und dann gibt es die Fans, die dem Ursprung des Wortes fanatisch mehr als gerecht werden. Weil ich liebe Pandas, ich habe jedes Poster, jeden Film und jede Single gekauft. Außerdem schreibe ich erotische Fanfictions. Ah, naja, ich finde Nacktmulche cooler. Und wenn sich diese Fanatiker zu einer Interessengemeinschaft zusammentun, spricht man allgemein von Fandom. Fandom. Ja. Das kann sich so weit aufbauschen, dass das Fandom bekannter ist als das, was gefannt wird. Boom, du wurdest gefannt. Wie diese Bronies. Die Typen, die nicht nur My Little Pony gucken, sich wünschen, sie wären eins. Ich hätte auch gern ein Apfel-Arsch-Tattoo. Oder ein Regenbogen-Arsch-Tattoo. Aber an sich kann einem das ja an Arsch vorbeigehen. Denn wenn man selber nicht verändert, ist man davon noch nicht betroffen. Es sei denn, du bist in einer Position wie wir. YouTube-Fandom ist mittlerweile eine riesige Sache. Eine richtig große Sache geworden. Das reicht bis zu ungeplant großen Menschenmassen. Und teilweise sogar Verletzten. Genauso wie mein Penis. Dein Penis ist verletzt? Nein, nein. Führt zu großen Menschenmassen und Verletzungen. Ah. Wenn ein großer Haufen Menschen ankommt, um dich zu sehen, ist es natürlich eine Form der Wertschätzung. Genauso wie wenn sich Leute die Zeit nehmen, aus unserem Content neuen Content zu erstellen. Also damit jetzt unsere Fressen Content? So wie Leute Bilder von uns malen. Oder Geschichten schreiben. Und das ist cool, das freut uns. Es sei denn, es wird fanatisch und überschreitet gewisse privatöse Grenzen. Bei anderen YouTubern ist das nochmal viel extremer als bei uns. Und die haben teilweise eine ganz andere Art damit umzugehen, die wir nicht cool finden. Natürlich nicht alle YouTuber, wir wollen hier nichts pauschalisieren. Aber es scheint, als würden sich manche echt daran aufgeilen, so viele Fans zu haben. Und sie haben auch keine Skrupel, ihren Fans, also für sie wildfremde Leute, zu sagen, dass sie lieben. Wahrscheinlich, weil sie sich mehr als bewusst sind, dass da eine gewaltige wirtschaftliche Power hintersteckt. Umso fanatischer dein Fandom ist, also deine Community, desto mehr wirst du geklickt, geteilt und du kannst viel mehr Merch verkaufen. Okay, das Prinzip ist jetzt nicht gerade neu. Vier Boygroups. Nimm dir einfach vier süße Jungs. Da ist denn für jedes Mädel was dabei. Und diese Boys schlachtet man dann so lange aus, bis die Zielgruppe zu alt geworden ist. Und dann schmeißt man sie One Direction in den Müll. Man muss das natürlich nicht nur ins Negative sehen. So wie du. Du hast gerade das alles. Oh, stimmt. Wenn man irgendwas geil findet und davon Merchandise kauft, dann ist das doch auch völlig okay. Und dass da auch wirtschaftliche Interessen hinterstehen, ist ja ganz normal. So funktioniert unsere Welt halt. Und wenn ein Franchise so gut ist, nehmen wir Harry Potter, dass die Menschen nachts vor den Bücherläden campen, um das neueste Buch zu kaufen, dann ist das verdient. Aber wenn du nicht einzig und allein darüber identifizierst, was du fandoomst, und du nur noch für das lebst, was andere erschaffen haben, dann hast du die Grenze zum Fanatiker überschritten. Man sollte vielleicht einen Schritt zurückgehen und mehr für dich selbst leben. Und unscharf sein. Harry Potter übrigens vorbei. Was? Echt? Ich bin echt ein schlechter Fan. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ach ja, ich wichse ja eh den ganzen Tag. Was fandoomt ihr? So richtig hart. Oh. So spart man Zeit, indem man zwei Sätze gleichzeitig sagt. Ja. Da drüben findet ihr das, was oft gefandoomt wird, und zwar prominent. Und darunter, weil wir einfallslos sind, nochmal 10 Arten, und zwar unsere letzten Silvesterarten 10. Tschüss. Halt unser letztes Video und das passt halt. Tschüss. Andere Kanäle passen auch gut in die Hose. Tschüss. 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 Mach die Kamera aus. Tschüss. 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 Ich und Steven messen uns da drin, wer den größten Fan hat. Steven und ich. Ich weiß, ich wollte dich nur ärgern. Das ist so albern. Leute, das ist so albern. Das ist so übertrieben albern. Ich hasse Leute, die sowas sagen. Das ist so einfach, dich auf die Palme zu bringen. So. Oh.